So, da, willkommen zurück zum Online-Spiel, wo ich immer noch unter zeitlicher Wucht glaube und einen Dieter schlagen soll, der direkt vor mir liegt. Das ist ja ein Schöpfer unter mir, ne? Finde Kanzlerversion nicht vom Trakt. Ja, das hatte ich vor. Gab es hier noch ein zweites Stockwerk? Was ist da unten? Ach ja, da unten ist mein Kontakt. Na gut, den müssen wir gar nicht lange finden. Ich, kann ich einfach runterspringen? Oh. Das war ja einfach. Aber ist wirklich, ist der Vertrag von seiner Seele wirklich nur ein geschriebenes Dokument? Gute Rüstung, die hätte ich auch gerne. Ich nicht sogar von gerne. Euer Eingreifen wird bestraft werden, Sterbliche. Ich glaube, gerade wo sie noch so halb gebrannt hat, sah ihre Rüstung noch cool aus. Jetzt geht er. Naja. Wenn das alles ist, wie die Dieter ihre Verträge bewachen, das ist ja nichts. Gaskunis Vertrag. Dätische Schriften und Runen bedecken dieser andersweltliche Dokument. Kanzler Gaskunis flamboyante Unterschrift findet sich ganz wahrlich mit Blut beschrieben. Kann ich ihn noch lesen? Ich kann ihn nicht lesen. Ach, Menno. Na gut. Ein Häcksli. Das hätte mir aber nicht klar sein, dass ich das nicht sehe. Da muss ich jetzt wieder hoch von der Treppe in der Blut. Ich will auch wieder raus. Der einfachste Weg wäre einfach zu schnell reisen. Ich dachte, da vorne ist die Treppe hervorragend. Werde ich noch voll? Grüßt euch. Na gut, das war jetzt wirklich nicht der Weg wert. Hätte ich einfach auf Reden klicken können, das wäre wahrscheinlich einfach wissen. Auf der anderen Seite haben wir jetzt so eine gute Tat verbracht und haben vor den Gaskonien so den gerettet. Man fragt sich doch, was. Das wollte ich gerade sagen. Der andere. Der mit den Hörnern und dem Hund, dessen Namen ich gerade spontan wieder vergessen habe. Was der alles mit dem guten Kanzler seiner Seele hätte machen können, wenn er denn erstmal in sein Gedankengefängnis wäre. Komplett dafür alles. Bestimmt. Guess what? Nocturnal. Menno! Ich hasse es, wenn mir einfach Namen entfallen. Warten. Das Schicksal von Divat 4 ist unbekannt. Das ist nach Morrowind anscheinend. Er kommt an, so wie es aussieht, in Oblivion und Skyrim. Nicht mehr vorne in Skyrim. Clavicus Vile, ja. Richtig, Sandra, genau. Danke. So können er die Namen in Vision. Ich schlafe zu wenig oder zu viel. So oder so. Sag mir sofort, ob an diesen Gerüchten etwas dran ist. Gerücht? Ich habe zu dieser Sache nichts zu sagen, Helfer. Ihr sagt mir, ob dieses Portal existiert. Das könnte mein einziger Weg nach Hause sein. Hier ist nun euer Zuhause. Also sucht euch lieber euren Platz darin. Die ist schon ziemlich fies. Aber dass er gar nicht hier sein möchte. Ich finde, die haben ein sehr komisches Verhältnis zu der ganzen Geschichte hier mit dem Wohnen hier in der Gegend. Wahrscheinlich muss ich gleich wieder rausgehen, weil ich noch einen anderen Laufauftrag habe, der draußen steht. Das weiß ich falsch. Vor allem könnte er sich nicht um sein Schicksal zu entgehen, nicht einfach direkt in den Elektrozaun reinstürzen. Habt ihr ihn gefunden? Den Kontrakt? Aber sicher. Hab Dank. Jetzt glaube ich, dass ich euch ein paar Informationen schulde. Sucht nach Dämmertoren, unglaublich tiefen Schattenbecken. Die Kultisten nutzen sie, um große Distanzen zu überbrücken. Ihr könnt das auch. Brauche ich davon noch was? Soll ich noch was mitbringen? Vielleicht was, ein paar Bämmen und so? Ich weiß von zweien. Einem im Osten, einem im Westen. Sucht nach den versteckten Höhlen, wo die Schatten sich vermehrt sammeln. Sobald ihr ein Tor gefunden habt, müsst ihr euch nur hineinsinken lassen. Ich kann aber nicht versprechen, dass es euch dort gefallen wird, wo ihr landet. Warum? Die Tore schlängeln sich durch Nocturnals Reich Immergrau. Ihr könnt sie benutzen, um euer eigentliches Ziel zu erreichen, genau wie es die Kultisten tun. Doch erst müsst ihr Immergrau durchqueren, um andere miteinander verbundene Tore zu finden.
Na, dann gehe ich ja wohl mal los. Möge Seth eure Arbeiten segnen. Und das meine ich ernst. Hasst mich, wenn es sein muss, aber ich hoffe wirklich, dass ihr diesem Irrsinn ein Ende machen könnt. Irrsinn. Ach, Luciana möchte vielleicht sogar noch mitkommen. Das würde es hier mal bitte doch ein bisschen haltet leichter einen machen. Sicheren Abstand ein, Einwohnerin. Kernfehlfunktion. Also der Sinn hat sich nie die Mühe gemacht, seine Roboter so zu perfektionieren, dass sie halt nicht irgendwie andauernd auf Abstand hinweisen müssen, ne? Sagt mir, dass ihr etwas habt. Na klar, wir müssen nur durch immer grau laufen, schon läuft das. Tore, natürlich. Meine Apostel sind einigen Gerüchten über Kultisten nachgegangen, die seltsame Becken am Rand des Radius errichtet haben. Nur haben wir keines von ihnen gefunden. Wie funktionieren diese Tore? Wir gehen da rein, landen immer grau und kommen dann woanders raus. Das ist ein bisschen wie Hyperraumreisen. Eigentlich total easy. Wir werden also die Tore der Kultisten gegen sie verwenden. Das ergibt Sinn. Ich kann nicht behaupten, dass ich große Lust habe, mich durch das Reich des Vergessens zu kämpfen. Aber wir haben wohl keine andere Wahl. Hat Gascone erwähnt, wo sie diese Tore errichtet haben? Naja, links und rechts. Und wir haben keine Möglichkeit, irgendwie zu wissen, welches uns schneller an unser Ziel bringt. Teilen wir uns auf. Ich übernehme das westliche Tor, ihr das östliche. Versucht euch in Immergrau zu orientieren. Ich werde dasselbe tun. Hoffentlich schafft es einer von uns beiden rechtzeitig ins Cogitum. Mhm. Na, dann lebe wohl. Für den Betrieb des Dämmertor. Das finden ist wahrscheinlich nicht so schwierig, weil ich einen riesengroßen Questfall drauf habe, nehme ich mal an. Das ist ja eigentlich ein Vergrößerungsgerät. Also. Wir haben ja vorhin die Notizen von Balizar gelesen und die beschreiben es, dass man tatsächlich verkleidet wird. Ich dachte mir die ganze Zeit, das wäre eigentlich eine Taschendimension. Sag mir sofort, ob an diesen Gerüchten etwas dran ist. Aber anscheinend... Ich habe zu dieser Sache nichts zu sagen, Helfer. Das ist weniger eine Taschendimension, sondern wir sind immer noch in dieser einen Höhle in die Scharen. Das ist eigentlich wirklich nur verkleinert. Was natürlich das interdimensionale Reisen... Was das interdimensionale Reisen natürlich so ein bisschen schwieriger macht. Obwohl andererseits vielleicht auch noch gleich sich von alleine wieder vergrößert. Müsste man testen, aber wenn man als Winzling in der echten Welt ankommt und nicht sofort wieder zurückreisen kann, ist das natürlich schwierig. Was passiert, wenn man selber quasi manuell hinreist, um sich größer zu, um sich kleiner zu machen? So, das ist toll. Das ist überraschend einfach. Neues Pferd. Oh. Wir haben das denn? Ich direkt Rotkurs auf den Gerücht. Ich weiß eher nicht, oder? Hat eigentlich mittlerweile irgendjemand diese Windkraftwerke erklärt? Weil das ist. Oder filtern. Wahrscheinlich filtern die. Vielleicht filtern die Dinger einfach nur die Luft, oder? Ich glaube nicht, dass so der Sinn von Windkraft viel hält, wenn alles von der göttlichen Energie gespeist wird. Ich sag jetzt nicht, ich muss da. Hier unten sieht es so aus, wenn hier irgendwelche Schatten fehlen, dann bin ich wahrscheinlich unten. Ich hab mir gerade so. Warte, hier unten gibt es noch eine Nebenquest. Nebenquest? Habe ich gerade Nebenquest gehört? CCHW04. Mitten auf der Straße liegt eine glitzernde Metallplatte. Die Sequenzplatte untersuchen. Ihr könnt müde die Inschrift CCHW04 entziffern. Jemand muss die Plakette verloren haben, als er diese Straße entlang gegangen ist. Eine andere Inschrift lautet: Bei Verlust bitte an den Uhrwerk-Registrar zurückgeben. Es könnte die Straße nur noch mehr Plaketten geben. Vielleicht verdiene ich meine Belohnung, wenn ich sie alle zurückbringe. Suchst du nach der dritten Plakette? Hä? Jetzt wird's crazy. Vor allem CCH04. Das klingt ja so, als wäre es eine Generation 4 Roboter gewesen, statt die jetzige 7. Generation, die aktuell ist. Ach ja, ich sehe gerade, da macht jemand die gleiche Quest wie ich. Ah ne, die Theorie ist direkt im Müll gelandet. CCHW03. Zu der zweiten Plakette, achso. Das ist einfach nur meine Erlösung, die man vielleicht dämmern sollte. Das ist, wenn die CCH04 mir die Quest gibt, die dritte Plakette zu suchen, dann ist es wahrscheinlich die vierte Plakette. Doch nicht so etwas, muss man. Ich sehe, wie man da hochkommt. Ich folge einfach Alirana Netlot. Wie doch mal Nachnamen haben. Was auch hier steht, ist unmöglich zu entziffern. Okay.
sind wir bei der ersten Plakette. Davon abgesehen, dass es übrigens total random ist, wo die erste Plakette jetzt liegt. Das ist, wenn ich nicht festhalte, würde ich das Ding in 1000 Jahren nicht finden. Noch mehr Energiespeicher. CCH 0401. Was soll ich jetzt um mich zu hinzufahren? Die wird hier eine registrierte Uhrwerk haben. Das ist eine Hauptstadt. Na gut, da kommen wir sowieso wieder zurück. Das können wir auch mal. Das ist ein bisschen ärgerlich in dem Quest übrigens, dass die halt so quasi auf dem Weg zur Hauptquest liegt, dass man dafür zurückreisen möchte. Müsste. Das hätte ich jetzt aber garantiert nicht tun, weil es mir einfach zu weit ist. Was machen die Viecher hier eigentlich alle? Lass mich da in Ruhe, ich reite doch hier nur durch. Immer dieser Hass gegen vorbeikommende Passanten, also wirklich. Das ist mir unerklärlich. Nein, warum? Ich habe den Leuten nichts getan. Aber trotzdem werde ich immer gehasst und es werden Dinge angetan und ey, wir haben eine Blöde gefunden. Und anscheinend einen Brunnen gefunden. Haben wir mal. Ah! Ungefiederte! Ihr seid hier! Das Tor ist zu! Zu! Lasst mich euch helfen! Oh. Ups. Naja, das Ungereich ist vergessen. Der dittischen Fürsten Nick Doktor besteht, soweit man weiß, aus einer Hauptebene und mehreren Unterebenen. Doch von diesen glaubt man, dass sie sich unentwegt verschieben. Zudem nehmen unterschiedliche Sterbliche sie auch unterschiedlich wahr. Nice. Warten, warten. Ich lese mir in der Zwischenzeit die Geschichte von Divert 4 auf dem zweiten Bildschirm durch. Übrigens gibt es echt eine Menge zu wissen. Naja, wenn man einfach legendäre Fanservice-Charaktere komplett verpasst, weil man nicht weiß, wie sie heißen. Ja, also Divert 4 ist auf jeden Fall total wichtig. Also das ist quasi der wichtigste Dunkelelf überhaupt. Das war, glaube ich, nicht der Dunkelelf, der in Morrowind rumgelaufen ist, oder? Weil es gab, Quatsch, in der Skyrim, da gab es in den Waden, Quatsch, Solstheim-DLC, da gab es ja auch irgendwie so einen relativ alten Dunkelelfen, der da irgendwie rumlief. Ich habe bloß seinen Namen spontan vergessen. Weißt du, Steff packt die Fahrstuhlmusik aus? Musst du nicht. Die ist bereits integriert in diesem Spiel. Es ist ein Selbstläufer. Praktischerweise. Ja, ich würde gerne einen Schlag aus dem Leben erzählen. Also das ist lieber für total wichtig. Der Drang steigt nämlich Morrowind nochmal neu durch. Auf der anderen Seite weiß ich halt, was ein monumentales Projekt Morrowind ist. Und es ist nicht vertont. Das heißt, du musst alles vorlesen, wirklich alles. Das Problem bei so Spielen, wo du alles vorlesen musst, ist, das ist total anstrengend, das zu spielen. Weil bei so Spielen, die Dialoge haben, doch, es ist was vertont, aber nur die Hauptsachen. Wenn es Vertonung gibt, kannst du halt in den Dialogen dir ein Getränk einkippen oder vielleicht irgendwie mal kurz ein bisschen entspannen, dich zurücklehnen. Das ist halt viel besser, als wenn du immer alles vorlesen musst. Also. Was? Ich frage mich, ob das nicht quasi live gepatcht wird, wenn du das erstmal betrittst. Nee, so ist es nicht. Das ist es nicht, aber wir hatten ja den. Also warte, ich mache halt mal Aufnahme stoppen, dann mache ich Schnitt, wenn wir wieder da sind. Vielleicht komme ich ja durch, wenn ich mit der Saatgerät des Knappen rede und dann nicht in einen ewigen Ladebildschirm. Fan, Freundin! Gut, dass ich euch gefunden habe! Lasst mich nur kurz verschnaufen! Was macht die Saatkrähe hier? Der Herzog der Krähen hat uns in alle Himmelsrichtungen ausgesandt, um nach euch zu suchen. Mir tun die Schwingen vor Anstrengung weh. Weh! Ihr wollt die Dämmertore benutzen, ja? Nun, nur Krähen und Sperlinge und blöde Kultisten können sie benutzen. Die Herrin hält sie verschlossen. Blöde Kultisten? Ja, und denn? Ja! Man braucht die Schleue einer Krähe, um diese Dinger zu benutzen. Und jetzt hinein mit euch! Ich komme mit euch, um euch dabei zu helfen, den Mörder unseres tapferen Ritters zu finden. Ihr müsst den Schatten des Urgotts töten. Tötet ihn! Danach picken wir seine Knochen blank.
Ich glaube nicht, dass er Knochen hat mit Luciana. Die wird da wahrscheinlich nicht durchkommen, oder? Die Metallfrau! Wir helfen ihr auch, aber nur, weil wir wissen, dass ihr uns Kram wäret, wenn wir es nicht täten. Wir halten sie für dumm und hässlich. Aber eine Freundin unserer Krähenfreundin ist auch so eine Art Freundin des Herzogs. Aber nur so eine Art. Genug geredet. Hinein ins Tor. Geht! Na gut, dann machen wir das mal. Mal sehen, wie lange jetzt die Ladezeit dauert. Wir nutzen einfach mal das Portal. Gut. Bis. Ja, das ist es. Immer grau. Folgt mir. Das hat ja nur 20 Minuten gedauert. Yay, wir sind immer grau. Wuhu. Dann brauchen wir fertig mit Aufessen. Das sind immer grau. Immer diese Dingens hier. Aber ich habe anscheinend andere Spiele gefunden. Das ist richtig dolle groß hier, ne? Aber eigentlich waren wir ja schon mal hier. Nämlich neulich erst, wo wir mit, wo die Notizen von... Ist das vielleicht? Ach, wir haben einen Dunkelelfen da gefunden. Scharf. Es wäre eigentlich klug, mit den beiden da mitzulaufen. Dann würde ich mir viele Kämpfe sparen. Auf der anderen Seite gibt es hier vielleicht auch noch Tagebücher. Wenn unser letzten Besuch nicht mal grau hat, war auch Tagebücher gefunden. Zuhauf. Meinst du, das ist eine Warteschlange für instanzierte Bereiche? Dann fände ich es aber verdammt unehrlich, dass mir ESO nicht einfach Bescheid sagt, dass es ein instanzierter Bereich ist. Das glaube ich nicht. Nee, das ist... Passt auf, wohin ihr tretet, Ungefiederte! Diese Steine sind fast zerfallen, wie alles andere hier. Nee. Hm, sieht irgendwie... Nicht nach dem Ort. Das hätte schon ein Speed checken. Komm mal her. Hallo. Kann der was? Ist ja eigentlich nur ein Gargoyle, oder? Ist ja viel bedrohlicher, wenn ich jetzt den Hinten verlieren habe, das Vieh eine Million Lebenspunkte hat. Na toll, jetzt kommen wir nicht an die Leiche ran, weil das da oben liegt und das Vieh nie runtergekommen ist. Na toll. Ich weiß, was sind das in der PC? Ah. Ich hab doch nur ein Budget-PC. Ich glaube, das ist. Kann durchaus schon mal passieren, dass Ladezeiten so ein bisschen länger sind. Ich habe ja wirklich nur die billigsten Teile. Orientiert euch im Immergrau. Guck mal, hier sind so lustige Städtchen. Von denen soll ich mich hier orientieren? Woran denn? Links, Ungefiederte! Immer links! Weil das Immergrau ist ja... Ich denke, der Ort sieht anders aus für unterschiedliche Personen. Das macht es halt irgendwie noch so ein bisschen schwieriger, irgendwie hier eine Orientierung zu haben. Obwohl der Ort an sich relativ... Die da. Speedy beten? Sieht doch aus, als würde sie ganz schnell versuchen. Also ich glaube, die Diener haben nicht so richtig viel Freude an der ganzen Geschichte hier, oder? Wo gibt es diesen Wasserort hier eigentlich? Was sieht das aus, als würde... Würde der Schattenrufer da irgendwie versuchen, das ist so schnell wie möglich irgendwie noch von nach vorne hinten zu schaukeln? Um es zu zuneigen, das der Sperlingskralle zu kriegen. Das war nur so unterwürfen. Jetzt kämpft er hier so. Das ist sowas. Oh, hätte ich vielleicht warten sollen, bis der Sperlingshenker kommt, um ihn hinzurichten? Wir wissen halt über die dätischen Kulte halt so wenig. Wir wissen nicht, ob die hätte wie ihre... Die meisten ihrer Anhänger hinrichten oder vielleicht nur die nicht gut aussehen. Für welche Opfer werden. Ich glaube, es bei den meisten Leuten, die eigentlich dann dätischen Kult quasi ein relativ normales Leben führen, ist halt, dass der Job halt ein bisschen anders aussieht. Das Tor ist zu! Zu! Ihr müsst einen anderen Weg finden. Wachposten. Muss es nicht alle drei Wachposten haben? Ich renne dann wahrscheinlich mal diese gestrichenen Linien daher. Die da vorne wird's kurvig, Krähenfreundin. Obacht! Kurvig, genau. Meine Hüften oder was. Ich kann hier ein bisschen ran. Ein bisschen beeile. Müssten vor mir immer noch die anderen Spieler sein. Die alles blick gemacht haben. Das spart mir viel. Wohin? Wohin? Ah! Rechts! Nach rechts! Trotzdem ist noch nicht ganz klar, wie das hier funktionieren soll, wenn der Ort für jeden anders aussieht. Ich meine, die Tiere haben ja schon eine relativ klare Position in der Welt, oder? Ja. Schon wieder zu? Meine liebe Krähe, so haben wir aber nicht gewettet.
Du hast die Mind, die geht hier durch. Oder wir gehen anscheinend durch dieses durchbrochene Dingsbums hier durch und folgen auf den anderen Spieler. Hier ist genau zu, oder? Hervorragend! noch mehr Fehler. Aber soweit ich das erkennen kann, liegen hier keine Tagebücher oder so. Dem Wasser, Fettbein! Aus! Aus! Verdammt, jetzt muss man das Fettbein zeigen. Was ist das da hinten für ein Turm? Können wir den erkunden? Er wird meine Lehre mit mir teilen. Bestimmt. Gewiss. Vielleicht. Mal gucken. Die Geister kommen bestimmt, kann die. Achso, ist da hinten ein. Naja. Was machen die denn da? Also, die teilen ja scheinbar auch eine. Teilen die Macht? Ach, Menno. Ich wollte mir das gerade angucken. Macht das für alle? Da gibt's hier irgendwas. Also, wer auch immer das da ist, Some Guy hatte gerade die gleiche Überlegung wie ich. Guck mal, da ist eine große Tür. Ein Dämmerfett, die kenne ich da auch. Jetzt habe ich hier wieder die Akku gezogen von irgendwas oder was. Ach. Ach, wer seid ihr denn? Ah. Wird das von den. Was ist das denn? Wird das von den Krähen eigentlich erwartet, dass sie sich in ihrer Herrin gegenüberstellen? Ich meine, gehört das zum erwarteten Verhalten? Was ist das denn hier von Wasser? Dämmerwasser wahrscheinlich. Das auf Dämmerstein gebaut ist, umgeben von. Dämmerluft. Schon da auch irgendwas? Sanfte Nacht. Zeige mir deine Finsternis. Genau.